Ja, guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Sagt auch mal eurem Nachbarn guten Abend. Vielleicht auch mal gerade dem hinter euch und vor euch. Nehmt einander wahr. So schöne Menschen hier. Ja, wenn es um Schönheit geht, ich bin nicht Elke. Die war ja angekündigt zum Predigen, aber die ist krank und lässt euch ganz herzlich grüßen. Sie hat mir ihre Punkte verraten, die sie gepredigt hätte, und ich habe dann versucht, ihr nachzueifern und einiges dann mit euch zu teilen über dieses Thema Nachfolgen. Markus hat uns ja gerade schon eingeführt, es geht heute um das Gehen, mit Jesus gehen, für Jesus gehen, hinter Jesus hergeben. Bei der Nachfolge geht es ja um die ganze Sache. Es geht ja nicht darum, dass wir nur mit dem Verstand oder nur mit dem Gefühl oder mit einem bestimmten Bereich unseres Lebens Jesus akzeptieren oder zunicken oder mal zulächeln, sondern dass wir uns mit unserem ganzen Leben auf ihn einstellen und mit ihm unterwegs sind. Jesus hat viele Fans. Er ist immer noch für viele der Superstar. Auch Philosophen und Dichter und Filmemacher bewundern ihn. Der Jesus-Fanclub weltweit ist ja der größte Fanclub. 2,5 Milliarden Leute gehören dazu in allen möglichen Kirchen und Denominationen. Jesus hat unglaublich viele Fans. Seine Worte werden sehr gern zitiert, zum Beispiel: Selig sind die Friedfertigen. Doch die Frage ist, wie viele Nachfolger gibt es wirklich von Jesus? Wie viele Leute hat er, die mit ihm unterwegs sind? Das findet man dann heraus, wenn der Härtetest kommt, wenn es nicht mehr nur noch Spaß macht, Jesus nachzufolgen, mit der Jesus-Crowd dabei zu sein, sondern wenn sich ein Gegenwind erhebt. Und auch das ist ja nichts Neues. In manchen Ländern müssen die Leute das sehr, sehr stark erleben. Da ist es richtig lebensgefährlich, Jesus-Nachfolger zu sein. Ich denke an Saudi-Arabien oder Iran oder Nordkorea oder manche andere Orte. Bei uns ist es eher so, die Nase wird gerümpft. Manchmal hat man vielleicht auch nicht ganz so gute Chancen, beruflich voranzukommen, wenn man zu stark sich auf die Jesus-Seite stellt. Aber es ist ja nicht ganz so hart und nicht ganz so schlimm bei uns. Und dieses Phänomen, dass unsere Nachfolge, unsere Bereitschaft, mit Jesus zu gehen, auf die Probe gestellt wird, das war damals auch schon so. Und Jesus hat einen Zeitpunkt in seinem Leben gehabt, wo ganz, ganz viele, die von ihm profitiert haben, die die Gemeinschaft mit ihm und miteinander genossen haben, die Heilungen erlebt haben, die Wunder erlebt haben, anfingen, Abstand zu nehmen von ihm, sich zu distanzieren von ihm, weil es passte ihnen nicht mehr ganz genauso in ihr Weltbild hinein, was jetzt Jesus so sagte. Und irgendwann bröckelte die Menge weg und es wurde immer weniger. Stell dir vor, du bist ein bekannter und großer Influencer und du hast 1 Million Follower und irgendwann merkst du, es sind nur noch 800.000, es sind nur noch 700.000, es sind nur noch 500.000. Wow, am Ende sind noch 33 übrig. Hart. Und das hat Jesus erlebt. Und er sagt zu seinen Jüngern: Wollt ihr auch weggehen? Mit anderen Worten, seid ihr auch nur Fans von mir gewesen? Oder seid ihr wirklich Leute, die sich mit mir verbinden, im Guten und im Bösen, im Schönen und im Schwierigen. Nicht nur dann, wenn es Spaß macht, geht ihr mit mir. Gehen ist unser Thema. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ich denke, das werdet ihr bejahen, wenn wir diese Frage, bin ich eigentlich Fan oder Nachfolger, wenn wir das auf uns selbst beziehen, dann merken wir, dass das ganz direkt durch unser Herz hindurchgeht. Dass also sich bei mir selbst diese Frage stellt: Hey, wie weit bin ich eigentlich bereit, mit Jesus zu gehen? Wo ist für mich eine Grenze, dass ich sage: Nee, nee, Jesus, so weit gehe ich jetzt nicht mehr. Wir müssen uns das immer wieder neu überlegen. Will ich nur in den guten Tagen mit Jesus unterwegs sein oder auch in den schwierigen, harten Tagen? Und das war damals
bei diesen Jüngern natürlich auch eine Frage. Und wir sind hier mittendrin im Lukas-Evangelium. Wenn ihr eine Bibel in der Hand habt oder wenn ihr euer Smartphone öffnen wollt, ich spreche gleich über Lukas 10, die ersten Verse. Markus hat es schon angekündigt. Dann war das so, dass Jesus mit ihnen ein Trainingsprogramm durchlaufen ist, wo er sie sozusagen durch einen Härtetest hindurchnimmt und wo er sie trainiert, ihnen Muskeln antrainieren will. Und das kannst du ja nur tun, wenn du nicht nur in der Schulbank oder in der Kirchenbank sitzt und darüber nachdenkst, sondern wenn du es wirklich machst. Wie kann also ihr Glaube krisenfest werden? Wie kann ihre Nachfolge nachhaltig werden? Jesus nimmt sie mit in ein Trainingsprogramm oder man kann auch sagen, ein Discipleship-Training nach dem Jesus-Stil. Man kann auch sagen, ein Jüngerschaftskurs, der ganzheitlich ist. Hier in Lukas 10 kommen die Jünger aus der Grundschule in die Mittelschule. Es geht jetzt nicht mehr nur um Hören und Miterleben, sondern es geht um Selbertun, um Loswerden. Sie werden gesandt und das ist das erste von drei Stichworten, die ich heute Abend euch mitgebracht habe. Gesandt. Sie sind gesandt. Ich lese euch vor, Lukas 10, die ersten Verse nach meiner Übersetzung, die in dem das Buch veröffentlicht ist. Nach diesen Ereignissen wählte Jesus, der Herr, 70 andere Personen aus und sandte sie, da ist unser Stichwort gesandt, sandte sie jeweils zu zweit vor sich her in alle Städte und Orte, in die er selbst zu gehen vorhatte. Zu ihnen sagte er, die Ernte ist groß, gewaltig, doch es gibt nur wenige Erntearbeiter. Darum fordere ich euch auf, richtet an den Landbesitzer die Bitte, Arbeiter in die Erntearbeit zu schicken. Geht los. Achtet genau auf das, was ich jetzt sage. Ich sende euch wie Lämmer in ein Wolfsrudel hinein. Geldbeutel, Tasche oder Schuhe sollt ihr nicht mitnehmen. Und lasst euch auch nicht auf lange, belanglose Unterhaltungen auf dem Weg ein. Wenn ihr in ein Gehöft tretet, dann eintretet, dann sagt zuerst, Friede sei diesem Haus. Und wenn dort ein vom Frieden geprägter Mensch wohnt, wird die Wirklichkeit des Friedens, den ihr mitbringt, auf ihn übergehen. Wenn aber nicht, dann wird diese Friedenskraft wieder zu euch zurückkehren. Bleibt während eures Aufenthaltes in genau diesem Haus, esst und trinkt das, was es bei diesen Leuten gibt, denn ein Arbeiter ist es auch wert, dass er bezahlt wird. Zieht nicht von einem Haus ins andere. Wenn ihr in eine bestimmte Ortschaft kommt und sie nehmen euch auf, dann esst das, was euch vorgesetzt wird, macht die Kranken gesund, die an diesem Ort sind, wohnen und sagt zu ihnen, Gottes wunderbare Herrschaft ist ganz nahe zu euch gekommen. Doch wenn ihr in einen Ort kommt und sie euch dort nicht aufnehmen, dann geht auf die öffentlichen Plätze und sagt, selbst den Staub aus eurer Ortschaft, der an unseren Füßen klebt, den klopfen wir ab. Aber das sollt ihr wissen, Gottes gute, befreiende Herrschaft ist ganz nahe bei euch gewesen. Lukas 10, 1-11. Die Jünger werden also auf einen Missionseinsatz geschickt mit klaren Anweisungen. Sie sollen mit leichtem Gepäck reisen, sie sollen keine Vorräte mitnehmen. Sie sollen sich nicht verzetteln, sie sollen niemand grüßen. Früher habe ich mich immer gewundert, ja, ja, mal Hallo sagen kannst du doch mal eben. Aber dieses Grüßen, das kenne ich aus dem Orient, da bleibst du dann schon teilweise mal bis zum nächsten Tag. Weil du lässt dich einladen, komm, komm doch rein, das habe ich oft schon erlebt. Ich bin vor vielen Jahren mit einem Freund in einem arabischen Land gewandert, durch die Berge. Ich habe das übrigens zweimal gemacht, einmal in einem Land durch die Berge und einmal in einem anderen Land durch die Wüste. Und wir haben uns vorgenommen, uns so nah wie möglich an diese Vorgaben von Lukas 10 zu halten. Ohne Essen sind wir gelaufen, 10, 11, 12, 13, 14 Tage. Wir hatten etwas Wasser dabei und ein bisschen Geld hatten wir auch dabei, muss ich zugeben. Aber wir haben genau das erlebt, was Jesus hier sagt. Wir wurden versorgt. Wir wurden eingeladen. Wir bekamen zu essen. Wir trafen Menschen des Friedens. Und wir durften ihnen auch etwas von Jesus sagen, von Vergebung, von ewigem Leben, von Gewissheit des Heils. Alles das, wonach ihre Seele dürstete.
und wir durften auch Exemplare des guten Buches bei ihnen lassen, obwohl in diesem Land es nicht erlaubt war, solch ein Buch zu besitzen. Das war spannend. Es war ein Abenteuer. Lukas 10 ganz live erlebt. Und es gab auch Widerstand. Ich erinnere mich, wir kamen oben in den Bergen an ein Dorf heran. Und dann kamen erst die Kinder uns entgegen, die haben uns begrüßt, die waren total begeistert, haben uns eskortiert in dieses Dorf hinein, oben auf den Bergen. Und als wir da waren, kamen einige erwachsene Männer und sagen: Wir möchten euch nicht hier haben, ihr seid hier nicht willkommen, ihr seid Christen, wir wollen nicht, dass ihr bei uns übernachtet. Und da war jetzt die Frage: Was machen wir? Ja, wir hatten keine Wahl. Wir sind wieder weitergelaufen, es wurde langsam dunkel, da war noch nicht viel Elektrizität in diesem Land und wir wussten gar nicht, wo werden wir jetzt die Nacht verbringen, werden wir da draußen sein. Wir hatten kein Zelt und auch keine Decke oder irgendwie sowas dabei. Doch, wir haben es gemacht, so wie es hier in Lukas 10 steht. Wir schüttelten den Staub von unseren Füßen und wir gingen weiter. Und gingen dann so in diese Dunkelheit hinein und nach 2-3 Kilometern kam auf einmal aus irgendwoher, aus einem Feld eine Stimme und sagte: Wartet, ihr könnt heute mit mir in mein Haus kommen. Und dort in diesem Haus erlebten wir eine großartige Gastfreundschaft. Die ganze Nacht sind wir fast wach geblieben und haben mit den Leuten geredet, haben Tee getrunken, haben tolles Essen gekriegt. Und wir konnten die beste Botschaft, die Botschaft von Jesus, weitergeben an Menschen, die ein ganz, ganz offenes Herz haben. Die hätten wir aber nie getroffen, wenn wir irgendwie versucht hätten, mit Kompromissen in diesem ersten Dorf zu bleiben. Gesandt zu sein ist ein Abenteuer, aber es ist auch ein Vorrecht. Wir dürfen reden und handeln, wir dürfen gehen im Namen von Jesus. Was ist das für eine großartige Sache, ein Gesandter zu sein? Mir fällt ein, meine Mutter hat mir früher immer Berufsvorschläge gemacht, was ich werden sollte. Fand ich jetzt nicht unbedingt so cool und so hilfreich, aber sie hatte so eine Phase, da wollte sie unbedingt, dass ich ins Auswärtige Amt gehe und Botschafter werde. Sagt Roland, du bist eine richtige Person, du kannst Botschafter werden. So was Hohes, so was Tolles in so einem. Habe ich gesagt, nee Mutter, ich bin Botschafter. Ich bin Botschafter von Jesus. Okay, wenn ich im Auswärtigen Amt arbeite, werde ich vielleicht ein bisschen besser bezahlt als im Christustreff, kann ja sein. Den Christustreff gab es damals noch gar nicht. Aber das war für mich etwas Höheres, ein Botschafter von Jesus zu sein. Nichts dagegen, ich kenne auch tolle Botschafter und ich kenne auch Leute, die im Auswärtigen Amt arbeiten, die Jesus nachfolgen. Aber ich wollte euch mit diesem Beispiel klar machen, es ist eine hohe Ehre, es ist ein Vorrecht, wenn wir Gottes Mitarbeiter sein dürfen. Es ist eine große Berufung. Es gibt ja manchmal Leute, die mögen dieses Wort Mitarbeiter nicht. Ich verstehe das, dass manchmal in christlichen Gemeinden Leute zu sehr ausgenutzt werden, zu viel arbeiten müssen. Das verstehe ich schon. Aber ich würde mir dieses Wort Mitarbeiter Gottes nicht madig machen lassen wollen. Paulus sagt das einmal in 1. Korinther 3. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Leute, die Jesus damals zu zweit da ausgesandt hat, diese 70, oder nach einer anderen Übersetzung sind es 72, man weiß es nicht ganz genau, es ist einer der ganz wenigen Stellen, wo wir nicht den ganz genauen Urtext im Neuen Testament wissen, waren es jetzt 70 oder 72, immer zu zweit ausgesandt haben, dass manche sicher mit solch einem Gefühl des Gesandten, ich bin der Gesandte von Jesus und jetzt gehen wir in dieses Dorf. Andere werden vielleicht gezittert haben und manche waren irgendwo dazwischen. Aber wir alle sind eingeladen, das nachzuvollziehen, was hier passiert in diesem Jüngerschaftstraining von Jesus, nämlich, dass sie von Fans zu Nachfolgern werden und dass sie von Empfangenden werden, zu welchen die weitergeben, von nur Nutznießer sein zu Leuten, die jetzt austeilen an andere. Sie haben sogar die Berufung zu heilen und sie dürfen Frieden bringen. Und er sagt, wenn ihr dann in ein Dorf geht, in ein Haus und ihr sagt, Friede sei diesem Haus, dann wird wirklich Friede mit diesem Haus sein. Das heißt, sie haben eine unglaubliche Bevollmächtigung, eine unglaubliche Autorität von Jesus, diesen Frieden zu bringen. Und so möchte ich gerne durchs Leben gehen, so möchte ich dich ermutigen, durchs Leben zu gehen, in diesem Bewusstsein, du bist gesandt von Jesus, in die Situation deines Alltags hinein.
Das muss nicht immer so eine Abenteuerwanderung sein, wie die ich da gemacht habe, sondern das kann dein täglicher Weg sein, den du gehst in die Uni, in die Arbeit, ins Aldi, wo immer du gehst, oder das Teegut, ich weiß ja nicht, was du gerade machst, aber du darfst hineingehen ins Fitnesscenter in diesem Bewusstsein. Ich gehe und überall, wo ich hingehe, bin ich gesandt. Ja, es ist nicht ungefährlich, wie Schafe zwischen die Wölfe gesandt zu sein. Ich habe es schon gesagt, Gegenwind zu erfahren, Ablehnung, Verleumdung, vielleicht sogar Demos, wie wir es ja manchmal erlebt haben. Oder verraten zu werden von Freunden, alleingelassen werden von Leuten, die dir ganz nahe waren. Aber all das hat Jesus ja auch erlebt. Wenn du das erlebst, dann erlebst du genau das, was Jesus und was seine Jünger zu allen Zeiten erlebt haben. Das gehört dazu. Mein zweites Stichwort: gemeinsam. Er schickt die Jünger zu zweit los. Ich lese nochmal den ersten Vers. Nach diesen Ereignissen wählte Jesus, der Herr, 70 andere Personen aus und sandte sie jeweils zu zweit vor sich her in alle Städte und Orte, in die er selbst zu gehen vorhatte. Das zweite Stichwort ist also gemeinsam. Nachfolge funktioniert nur gemeinsam. Wo zwei oder drei zusammen sind im Namen von Jesus, da ist er bei ihnen. Mit wem bist du gemeinsam unterwegs? Mit wem bist du gemeinsam unterwegs? Wer ist dein Mitgeher? Hast du einen Gebetspartner, mit dem du regelmäßig betest? Hast du einen verbindlichen Hauskreis? Hast du Menschen, mit denen du dich verbunden hast und mit denen du gemeinsam diese Sendung lebst, dieses Gesandtsein lebst? Das Jesus-Abenteuer gelingt nur gemeinsam. Das haben wir damals auch erlebt. Und ich muss sagen, das Problem, wenn man was gemeinsam tut, ist ja immer, der andere ist anders als ich. Ja, das ist ein Problem. Ja, wenn der andere genauso wäre wie ich, dann gäbe es ja überhaupt kein Problem. Oder vielleicht erst recht. Ja, wenn der andere oder die andere doch mehr so auf meine Ideen eingehen würde und irgendwie mir mehr folgen würde, als dass es dauernd Diskussionen gibt. Gehen wir jetzt rechts oder links oder wie machen wir es? Aber es gehört dazu. Jesus bindet seine Autorität und seine Gegenwart an diese Gemeinsamkeit der Christen. Niemand kann allein auf Dauer als Christ, als Jesus-Jünger leben. Wenn du das meinst, wenn du denkst, du bist die große Ausnahme, du brauchst keine Gemeinde, du brauchst keine Gemeinschaft, wirst du es vielleicht gar nicht merken, aber irgendwann ist der Glaube versickert. Du brauchst, ich brauche, wir brauchen Gemeinschaft. Deswegen sendet Jesus seine Jünger gemeinsam. Martin Luther soll einmal gesagt haben, dazu hat Gott seine Kirche gegeben, also die Gemeinschaft gegeben, damit keiner alleine gegen den Teufel stehen muss. Und wir alle sind in einem geistlichen Kampf gegen Sünde, gegen Mächte der Finsternis. Unser Glaube von uns allen ist angefochten. Da ist keiner ausgenommen. Wie gut, wenn wir andere haben, die mit uns gemeinsam unterwegs sind. Wie gut, wenn du einen Gebetspartner hast, Freunde, mit denen du gemeinsam Jesus nachfolgst, mit denen du dein Leben teilen kannst, deine Sorgen, aber auch deine Freuden, deine Stärken, aber auch deine Schwächen und auch die Dinge, die dir selbst zu schaffen machen. Gesandt gemeinsam, jetzt zum Schluss mein drittes Wort. Gespannt. Das sind drei Punkte von Elke, ich habe sie übernommen. Gesandt, gemeinsam, gespannt, gehen. Gemeinsam gehen, als Gesandte gehen und mit dieser Spannung, mit dieser Erwartung gehen. Hier ist also eine ganz kleine Nebenbemerkung, die auch einzigartig ist im ganzen Neuen Testament. Da heißt es, Jesus sandte diese Leute aus, sandte sie jeweils zu zweit vor sich her, in alle Städte und Orte, in die er selbst zu gehen vorhatte. Und das zeigt uns eine große Wirklichkeit, nämlich dass Jesus selbst unterwegs ist in dieser Welt. Damals in Galiläa, in Judäa, in Dekapolis, in diesen Orten.
Und er sagt, Leute, ich möchte euch als Vorbereiter, als Wegbereiter, als Vortrupp haben. Geht da schon mal hin. Erzählt den Leuten schon mal etwas vom Evangelium, vom Reich Gottes, von seinem Frieden, von seiner Heilkraft, von seiner Vergebungskraft. Und dann komme ich auch. Da ist er dann physisch hingegangen in all diese Orte. Das war eine ganze Kampagne, bis jeder Ort in Galiläa Jesus erlebt hat. Aber dasselbe passiert heute auch. An den unglaublichsten Orten ist Jesus unterwegs. Ich erinnere mich, vor 3-4 Jahren war in Ägypten, war ich in einem Taxi. Und der Taxifahrer sprach mit mir. Auf Arabisch ging das alles. Und er fragte nach unserem Namen. Es war noch ein Freund dabei. Und dann sagte er zu mir, bist du Christ? Sag ich, ja. Sagte er was ganz Interessantes. Er sagte, ich war in Saudi-Arabien und dort habe ich Jesus gesehen. Da dachte ich erst so, wow, ich meine, Israel könnte ich mir vielleicht vorstellen, Marburg-Pfarrkirche vielleicht auch, ja. Aber Saudi-Arabien, ja, Jesus ist unterwegs, in dieser Welt Menschen zu treffen. Während wir hier sind, ist er unterwegs, auch in dieser Stadt, und klopft bei Menschen an, an ihr Herz. Er ist auch hier bei uns jetzt heute unterwegs und klopft an unser Herz und sagt, hey, wie ist das mit dir? Willst du mit mir gehen? Und deswegen können wir gespannt sein. Wenn wir als Boten von Jesus unterwegs sind, können wir gespannt sein, erwartungsvoll auf das, was noch kommt. Weil wenn Jesus kommt und er handelt, dann kann man nur noch wow sagen. Jesus, das war mal wieder typisch du. Es gab ganz früher, als ich Jugendlicher war, ein Lied. Wir singen ja heute gediegenere Lieder. Das waren manchmal so Schramm-Schramm-Schramm-Lieder, aber die hatten es teilweise auch in sich. Und ein Text von einem Lied hat sich mir sehr tief eingeprägt. Ich singe es jetzt auch nicht, das erspare ich euch auch ähnlich wie Markus, aber ich sage es jetzt, diesen Vers, der in meinem Kopf immer wieder da ist. Da heißt es, was könnte Gott aus deinem Leben machen, wenn du ihn nur Herr sein ließest, ganz und gar? Vertrau dich ihm an und du wirst sehen, der Herr führt wunderbar. Gibt es jemand, der dieses Lied kennt außer mir? Eine Person, genau, wunderbar, bin ich doch nicht ganz so alt, okay. Was könnte Gott aus deinem Leben machen? Du kannst gespannt sein, was Gott aus deinem Leben macht. Jesus ist unterwegs, du darfst mit ihm gehen und gespannt sein, was noch alles an Guten passieren wird. Du wirst staunen, was er aus deinem Leben macht. 3 Fragen zum Abschluss. Erstens, bist du ein Nachfolger von Jesus? Wenn ja, dann sei es ganz. Wenn du das nicht bejahen kannst, dann ist heute Abend deine Chance. Du kannst, während ich gleich bete, in deinem Herzen sagen, Jesus, Herr, ich will dir nachfolgen. Ich will dein Freund sein. Ich will ganz zu dir gehören. Das ist eine Chance. Und es sind über die Jahre schon viele, viele, die hier in der Pfarrkirche an einem Donnerstagabend da genau das zu Jesus gebetet haben. Manchmal treffe ich Leute Jahre, Jahrzehnte später und die sagen, damals, als ich bei euch war. Und das hat keiner gemerkt, weil das habe ich in meinem Herzen gemacht, in der Bank. Aber da habe ich mein Leben Jesus anvertraut und ich gehe heute mit ihm. Bist du ein Nachfolger von Jesus? Du kannst es heute ihm sagen. Ich will dir folgen. Meine 2. Frage, lässt du dich von Jesus senden? Darf er dir in deinen Alltag hineinsprechen? Und dich führen und dich beauftragen und dir Menschen zeigen, zu denen du gehen kannst. Und bist du vielleicht sogar ganz radikal gefragt, bereit, wenn er dich ruft, alles hinter dir zu lassen und dich ganz senden zu lassen, vielleicht sogar in eine völlig andere Situation, in ein anderes Land, lässt du dich senden? Und die 3. Frage, mit wem bist du gemeinsam unterwegs? Denk mal nach. Überlege, wie du dich mit anderen Jesus-Nachfolgern verbinden kannst. Wir haben jetzt gleich wieder die Zeit, wo wir Gott anbeten und die Gelegenheit ist, dort hinten im Seitenschiff sind Leute, die bereit sind, mit dir zu reden und zu beten über deine Anliegen, aber vielleicht auch über genau diese Fragen. Deswegen, ich lade die Band ein, nach vorne zu kommen und ich lade uns alle ein, zu einem Gebet aufzustehen. Das machen wir nicht oft, aber heute möchte ich es gerne machen. Und ich möchte in diesem Gebet euch durch diese 3 Fragen hindurchführen. Die Frage der Nachfolge, die Frage der Sendung
und die Frage des Gemeinsamen. Jesus, danke, dass du jetzt hier bist, mitten unter uns, so wie du damals bei deinen Jüngern warst. Du hast dich senden lassen vom Vater in diese Welt hinein. Und so wollen wir uns auch senden lassen von dir. Und wir wollen zu dir sagen, ich will zu dir sagen, Herr, ich bin bereit, dein Nachfolger zu sein. Ich will dein Nachfolger sein. Und ich will mich von dir senden lassen, auch im Alltag. Wenn du das bejahst, dann bete das in deinem Herzen jetzt, in einer Stille. Sag, Jesus, ich will dir folgen. Jesus, ich will mich senden lassen von dir. Herr, danke für dieses Vorrecht, mit dir unterwegs zu sein. Und zeige du mir, zeige du uns, mit wem wir das gemeinsam tun können. Und danke, dass du unterwegs bist in dieser Welt und dass wir merken, ja, das Beste kommt noch, weil du diese Welt erneuerst und weil du bei uns bist. Amen.